Die Reise zu den heißen Quellen. Guten Morgen, müder Krieger. Ach, tut mir der Rücken weh. Wenn dir das so zusetzt, kannst du dich nicht auf dein Pferd setzen. Dann müssen wir die Reise wohl absagen. Na, aber das wäre nun gar zu schade. Denn darum geht es mir ja. Um das Lindern meiner Schmerzen. Es geht sicher auf einen Travois. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen zu den heißen Quellen und dort ein Bad nehmen. Das verjüngt und stärkt auf ungeheure Weise. Wie neugeboren fühlt man sich. Es heilt den Körper und den Geist. Das habe ich auch unbedingt nötig. Begleite uns doch dorthin, Yakari. Du könntest uns sehr helfen. Mit Vergnügen, stiller Fels. Warte, Fettauge, halte doch mal an. Lass uns der Sonne einen Moment gedenken, die jeden Tag aufgeht, Yakari. Danke ihr und nimm all ihre Kraft in dich auf. Wusstest du, dass die Bäume miteinander sprechen, Yakari? Sie sprechen auch zu uns, wenn wir es verstehen, ihnen zuzuhören. Ich habe gegrast und es nicht mitgekriegt, aber Fettauge ist verschwunden mit seinem Pferd. Die Spuren führen in den Wald. Fettauge ist verschwunden, stiller Fels. Ich werde ihn suchen. Fettauge, was ist denn mit dir? Er schläft? Wie schafft er das denn, ohne dass er runterfällt? So erstaunlich ist das für mich nicht. Wir Pferde schlafen alle im Stehen. Hör mal, grauer Morgen, auch wenn Fettauge einschläft, bleib bitte in unserer Nähe. So blubbert es auch, wenn meine Mutter kocht. Kommen wir jetzt zu den heißen Quellen? Ja, aber nehmt euch in Acht vor den Erdlöchern mit den Dampfsäulen. Da spritzt kochend heißes Wasser heraus. Man muss sich auch von diesen Pfützen fernhalten. Da schießen Wasserfontänen heraus und bilden einen tückischen Schlamm ringsum. Ich habe so eine Fontäne gesehen, eine riesengroße. Diese Schlammlachen sind kühl und seicht. Doch man versinkt in ihnen. Ich werde Fettauge aufwecken, er sollte besser aufpassen. Die beste Badequelle findet sich rechts vom Zwillingsplateau, Richtung Westen. Nein, ich versichere dir, die Brotunsten befinden sich links, unweit des Roten Felsen. Ich hoffe, sie einigen sich irgendwann auf eine Richtung. Wenigstens wird die kleine Streiterei Fettauge schön wach halten. Hörst du das, Yakari? Ja, da schreit ein Tier um Hilfe. Ich denke, wir sollten nachsehen. Kleiner Donner muss sich jetzt ein bisschen die Beine vertreten. Sind gleich wieder da. Ja, mach das nur. Ich nutze die Zeit für ein Schläfchen. Dann kann mein Freund Fettauge auch auswählen, welcher Weg nun der beste ist. Ja, ich verspreche euch, dass ich euch zur allerbesten Quelle führe. Vorsicht, kleiner Donner! Oh, danke, Yakari. Das Schlammloch hatte ich nicht gesehen. Wir kommen näher. Das Gebrüll kommt von hinter den Büschen. Ganz ruhig. Ich will dir nichts tun. Wir werden dir helfen, da rauszukommen. Du sprichst die Sprache der Wapitis? Ich spreche alle Tiersprachen. Ich bin Yakari und das ist mein Freund Kleiner Donner. Mich nennt man feine Ohren. Meine Hufe stecken fest. Ich werde dich an deinem Geweih herausziehen. Hilf mir, Kleiner Donner. Ich komme nicht dran. So schaffen wir es nicht. Keine Sorge, feine Ohren. Denn Yakari hat noch immer einen Weg gefunden. Er holt dich da raus. Ich weiß schon was. Mit aller Kraft, kleiner Donner. Du musst es schaffen. Noch ein Stückchen. Los, weiter. Ihr habt mich gerettet. Wie bist du in diesem Schlammloch gelandet? Ich war unterwegs zu den Quellen mit meiner Herde und plötzlich dachte ich, ein Puma würde mich angreifen. Ich bin in Panik weggelaufen. Sagtest du, ein Puma? Ja, man muss durch sein Revier auf dem Weg zu den heißen Quellen. Schon letztes Mal hat er sich wie wild auf uns gestürzt. Wir teilten uns auf und mich hatte der Puma dann verfolgt. Und er lief weg?
Ja, aber das hatte ich nur einem Grizzly zu verdanken, den er ziemlich geärgert hat. Und seitdem habe ich Angst hier in dieser Gegend. Nicht so wild. Wir finden deine Herde schon wieder. Wir wollen auch zu den heißen Quellen. Dazu musst du uns nur unauffällig folgen. Zwei Männer unseres Stammes begleiten uns. Oh. Keine Angst. Es sind keine Jäger. Na gut, wenn das so ist, dann folge ich euch. Seht doch, da drüben sind Fettauge und Stiller Fels und da kommen die Bisons. Achtung, die Bisons! Sie hören mich nicht, es hat keinen Zweck. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zertrampelt werden. Schnell! Und die Bisons sehen sie nicht. Wir können uns nur vor sie stellen. Dann trampeln sie uns nieder. Bitte hilf uns, meine Ohren. Alles klar? Oh! Oh! Was für ein Glück, die Bisons sind uns glatt ausgewichen. Ja. Hast du das eben gesehen, Yakari? Da stand gerade ein Wapiti neben dir. Stiller Fels, hast du hier etwa gerade so einen Lärm gemacht? Hey, wir stehen hier mitten auf einem Bisonpfad. Es wäre sehr unvorsichtig, hier zu bleiben. Schnell weg! Feine Ohren folgt uns immer weiter sehr gut. Da habt ihr euch umsonst gestritten. Seht mal da, ihr habt beide von derselben Quelle gesprochen. Sieh mal die vielen Wapitis, kleiner Donner. Und alle nehmen in der Quelle ein Bad. Und sie scheinen sich da drin sehr wohl zu fühlen. Es wird nicht leicht, sie da wegzubekommen. Wir halten hier an, bevor sie uns entdecken. Sie könnten sonst aufschrecken. Menschen, Tiere und Pflanzen, wir alle sind Geschwister. Und allen steht das Recht zu, die Gaben von Mutter Erde zu genießen. Wir warten, bis sie fertig sind. Lasst uns dorthin gehen, wo sie uns nicht sehen. Es wird Zeit, ein bisschen zu essen. Setzt ihr euch schon mal hin. Ich will ihnen noch zusehen. Yakari, kleiner Donner. Ich hab den Puma gesehen. Er nähert sich von hinten. Ich hab eine Idee, wie man ihn los wird. Er belauert die heiße Quelle, weil er die Herde überraschen will. Ich laufe zu ihnen und sag, sie sollen fliehen. Warte. Hä? Nein, lauft nicht auseinander. Ihr seid genug, um euch gegen ihn zu wehren. Wie? Bisher sind wir doch immer alle geflohen. Erinner dich, was dir passiert ist. Wenn ihr auseinanderlauft, kann er leichter auf einen von euch losgehen. Obwohl ihr einen Puma durchaus vertreiben könntet mit euren starken Geweihen und euren Hufen. Du hast recht, Yakari. Seinen Mut hat er wiedergefunden, was? Hey, hört mal alle her. Der Puma ist hier und wird uns gleich angreifen. Los, auseinander! Nein! Wenn wir das tun, dann erwischt er den langsamsten von uns. Und was sollen wir sonst tun? Wir sind doch immer weggelaufen. Ja, genau. Aber von heute an laufen wir nicht auseinander, sondern verteidigen uns. Kommt, stellt euch alle um mich auf. Es ist gut gegangen. Sie hören alle auf ihn. Das ist doch gut so. Dort kommt er. Sieh nur. Puma zögert. Was soll er tun? Gegen sie alle ist er machtlos. Was ist, Puma? Komm doch näher. Was hast du? Wartet! Hör zu, Puma. Du solltest lieber von hier verschwinden. Gegen so viele hast du doch keine Chance. Wir haben es geschafft. Ein Glück. Der Puma ist weg. Wir los. Wir haben ihn verjagt. Das haben wir ganz allein deinem Mut zu verdanken, feine Ohren. Du solltest unser Anführer sein. Ich bitte dich, nimm an. Einverstanden. Dann will ich es tun. Danke, dann sind wir jetzt alle viel sicherer. Komm, baden wir weiter im warmen Wasser.
Nein, Yakari und kleiner Donner haben mir geholfen. Sie sind von weit her gekommen, um hier zu baden. Lassen wir sie die Quelle genießen. Wir kommen später zurück. Ich habe gewonnen, Fettauge. Die Runde geht an mich. Nein, du kannst nicht richtig zählen. Die Runde geht an mich. Du hast nur 4-mal gewonnen, ich 5-mal. Und die beiden streiten sich schon wieder. Wollt ihr zur Quelle? Die Wapitis sind weg. Ach, meine lieben Freunde, was für ein schöner Tag ist das mal wieder gewesen. So ruhig und ohne jede Störung. Ein schönes, heißes Bad, das lindert die Schmerzen und entspannt den Leib. Und dann? Finden wir Kari?